Oh, ich kann mich wieder bewegen. Oh, Vorsicht, nicht berühren. Ich kenne diese Szene, die hatte ich mal als Rotfront-Transit. Die hatte ich mal als Wallpaper bei Wallpaper Engine. Nicht gegen die Türen lehnen. Oh, wie cool. Was ist so atmosphärisch gerade? Oh Gott, krieg grad Gänsehaut. Bujan wird brennen. Nicht Wagen 6. Ich finde das so cool gerade. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso. Ich fühle diesen Vibe. Ich fühle diesen Vibe so sehr gerade. Ich krieg grad Gänsehaut. Ariane? Goldschlüssel nehmen. Jetzt auch wieder. War das gerade nur ein Traum oder was, eine Erinnerung? Was ist überhaupt noch echt? Was ist überhaupt noch echt? Oh nein! Bleib weg von mir! Bleib weg von mir! Hab ich Schaden genommen? Nee. Schwerfällig, kann das an einigen sich auf Vorsicht jetzt bin? Goldschlüssel, Moment, das passt doch gar nicht hier rein. Auf K? Warum K? Ich dachte halt ein G, na egal. Nicht fragen, weitermachen. Glück ist Alice dann Roboter. Naja, Replika, die war mal ein echter Mensch. Ach, das heißt speichern. Hier kann man speichern. So, was haben wir denn noch alles? Wir haben einen Blank hier auf jeden Fall. Könnten wir machen. Das habe ich ja schon. S-Lock. Da fehlt halt noch ein Schlüssel. Card PC Office. Da habe ich ja was. X-Ray ist aber auch noch nicht ausgegraut. Da fehlt noch was, oder? Krematorenschlüssel. Woher bekommen wir das jetzt? Ich hab den jetzt gebaut. Könnte ich den bitte reinstecken? Für den Fahrstuhl? Ich glaube eher nicht. Dafür braucht man so eine Protector-ID. Es werde doch... Ja, das stimmt. Das hat... So, eins kann ich sagen, ich glaube hier unten bin ich fertig. Hier unten bin ich komplett fertig, kann ich hoch. Vielleicht habe ich einen Krematorenschlüssel irgendwo gesehen, finden gerade nicht. Kann es sein, dass ich vielleicht echt nicht alle Räume abgesucht habe? Vielleicht der noch irgendwo rumliegt? Das wird langsam problematisch, wir gehen ja auch Ressourcen aus. Ich kann es vielleicht nicht leisten, hier ganz rumzusäuern. Hier waren die... blöd, aber ich versuch's einfach mal.
Tatsache, es geht nicht. Aber warum kann ich das überhaupt benutzen? Warum geht das da? Das ist doch ein Hinweis, dass es nicht ganz falsch ist. Oder? Arme Eule. Ich tut mir immer noch leid. Ich weiß einfach nicht, wie es. Ah, stimmt, hier ist eine. Oh, verdammt, das habe ich gar nicht gesehen. Warum ist Osros nicht auf der Karte markiert? Nein, egal. Machen wir hier mal kurz das Schwert auf. Nein, das Schwert auf. Schwert. Notieren wir mal kurz die Zeichenfelder. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, was haben wir denn hier stehen? Wir haben hier stehen A, B, R, N, E, K, S, H, Z, F. Sondersternchen. So, jetzt müssen wir das Radio anmachen. Erstmal noch Zahlen suchen. Entnommt. Irgendwas mit 30, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, das dreht wer. Ping-Pong? Creepy, Alter. Auch im Relive, natürlich. F. Z. B. F. A. Okay. Puh, ich muss nicht alle kurz durchgehen. Win. Na, I'd win. Ich müsste einen Krematorenschlüssel haben. Jawohl. Leider habe ich keinen Platz mehr für das Auge. Aber doch habe ich. Identisches Modul aufgehoben. Nice. Damit können wir ein Bild auf den Riesen machen. Sorry, Eule. Ich muss das nicht wieder verlassen. Ich meine, guckt euch dieses arme Teil an. Es will nicht sterben, es hat Angst. Es tut mir so leid, aber ich muss dich verlassen. Armes Teil. Okay, wir suchen drüben vorbei zu rennen. Shadows! Bald habe ich mein Glück hier mit Eule hier auch verspielt. Okay, doch nicht die Bewerbung liegen. So, ich bin raus. Mach die Tür auf. Wir müssen bei der Morgue dann versuchen, irgendwie so weit wie es geht außerhalb zu laufen. Hoffen wir einfach, Stealthy. Kann schon funktionieren. Thermitfackel nehmen. Okay. Ordnungsgemäße Leichenentsorgung von Eule 06 und Eule 05. Mai. Wie du vielleicht gehört hast, gab es inzwischen mehrere Fälle, in denen die Körper von ausgerüsteten Praktoren spontan reaktiviert sind und sich fehlerhaft verhalten haben. Laut Novembers Autopsiebericht scheinen alle betroffenen Einheiten eine Art krebsartigen Tumor in ihren organischen Bauteilen gehabt zu haben. Sie ist der Ansicht, dass der Tumor die Replika sogar noch Stunden nach dem Tod reaktivieren könnte, wenn sie nicht komplett verbrannt sind. Wird. Wir wissen nicht, was die Ursache ist und sind unsicher, wer betroffen ist. Mit zwei Verbrennern, die man auch noch ständig neu kalibrieren muss, kommen wir im
mit den verbrennten Leichen nicht hinterher, deswegen improvisieren wir. Diese Thermitfackeln können sich durch Replikapanzerung durchschmelzen und die organischen Bauteile von innen verbrennen. Ich habe noch mehr davon beantragt, aber ein Formular hat gefehlt, deswegen müssen wir noch etwas länger durchhalten. Das Spiel ist echt deutsch. Juni. Mit diesen Thermitfackeln können wir eben Gegner eliminieren, wo viel und oft durchlaufen müssen. Ja? Zum Beispiel hier mit diesem Durchgang hier mit der Eule, die man hier hoch und runter geht. Die hätten wir verrichten können, hätten wir einen Durchgang oder durch frei. Ja, egal. Da ist auf jeden Fall eine Karte. Nicht berühren. CO2 hoch, runter, Feder. Gas und. Okay. Achtung, um Schäden, Grätsel und Personal zu vermeiden, immer die korrekte Sauerstoff-, Gas- und Kühlmittel-Einstellung benutzen. Hebel betätigen, Thermostat beachten. Im Falle falscher Einstellung wird der automatische Schutzbehälter eingegriffen. Warnlicher beachten, Warnlichter beachten. Verbrennungskammer kann geöffnet werden. Um Schaden an Geräten besonders zu können, verletzen die stets die korrekte Unriesachmäßig, Natur, dass das Material kann die BH und kann lebensgefährliche Unfälle erzeugen. Diese Verbrennungsliste mit einer automatischen Abschaltprozessor. CO2, Gas und O2 mit Hilfe der drei Drehköpfe einstellen. Abschalthebel betätigen, Temperaturplotter im Blick behalten. Bei inkorrekten Einstellungen bricht der Schalter die Abschaltung automatisch ab. Drehknöpfe an Warnlichter anpassen, dann erneut den Abschalthebel betätigen. Wenn die Temperatur unter der Linie ist, zeigt ein weißes Licht an, dass die Verbrennungskammer gefahrlos geöffnet werden kann. Es muss runter. Das muss höher. Ich lese mal nochmal durch. Okay, jetzt ist es richtig eingestellt. Gas eher mehr. Glaube ich, so liest man das? Ich weiß nicht. Dann nochmal so. Moment, ich hab eine Theorie. Ja, okay, so lag nicht daran. Okay, ich mach mal kurz nochmal eine Mittelstellung. Das so als CO2 so hoch, das heißt etwas niedriger. Noch mal ein bisschen niedriger. Gas, das ist dunkler, deswegen mehr Gas. Und O2, das ist dunkler, deswegen weniger O2. Probieren wir das mal jetzt aus. Okay, Gas passt. CO2 ist noch zu viel. Oder zu. Ja, nochmal wieder ein bisschen höher. Und O2 nochmal ein bisschen tiefer. Ja, O2 ist noch zu viel. Wir brauchen ein bisschen noch mehr. CO2. Noch mehr.
Oder ist es weniger? Das ist nicht passend, oder? Vielleicht gar nicht so wenig. Schau mal komplett nach links. Nicht so viel, dann machen wir ein bisschen weniger. Jetzt aber. Achso, ich muss dich sehen. Feuerschlüssel tragen. Wie kein Platz. Okay. Und wie komme ich da bei diesem... Ich nenne es mal Red Lab, ja, für Radiation Lab. Wie komme ich da jetzt da nach oben durch? Ich frage mich auch, kann überhaupt alles das Stumpfe solche Schritte machen? Ich Schuss benutzen. Ich hätte gesagt, dass der Rohling jetzt dafür eingesetzt wird, aber es geht ja nicht irgendwie. Leck mich am Arsch. Leck mich ein an meinen Stahlarsch. So. Ich habe das Gefühl, ich brauche die. Ich nehme die mal mit, keine Ahnung warum. Ich habe aber so ein Gefühl. Vielleicht ist dieses Muster falsch. Die Replika gerade aufgeätzt, damit ich hier jetzt mal frei durchlaufen kann. Also. Ich mach's ja mal auf mit der Kante. Wenn hier schon hier bin, kann ich das eigentlich benutzen. Hier ist ein Foto. Das ist eigentlich so ein Tool, damit ich mir nicht aufschreiben muss, aber. Ja. Ich bin älter. Weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber. Das Ding passt. Okay, jetzt sehe ich den Fehler. Okay. So, wir müssen das nämlich spiegeln. Wir müssen nämlich hier anfangen. Da gehen wir hier. Geradeaus. Zurück. Hoch, rechts, links. Elster? Nimm das mit. So. Mach mal auf den Aal. Flintmunition, ja. Hier. Oh ja, Munition brauche ich. Kein Platz mehr, Roboterblick zu tragen.
Hätte ich mal den Internet auch nicht mitgenommen. Ah, hier ist ein Storage, okay. So. So. Ja, perfekt. Jetzt haben wir wieder eine Waffe. Mit Munition. Jetzt können wir das direkt speichern. So, aber hier ist bestimmt noch mehr drin. Kann ich hier rüber? Sieht aus, als ob ich sicher in den Raum unter mir springen kann. Runterspringen? Ja. Holy shit. Oh fuck. Ich kann jetzt nicht treffen. Schieß auf das Gas. Ich hab nicht erwartet, einen Postkampf. Ich verstehe, ich muss einfach nur ihre Angriffe abwarten. Ich würde Schlagkommunikation mitgenommen. Ah, fuck. Hoppla. Alter, wieso blut ich? Jetzt lass mal normalen Flecken. So. Ich habe keine Waffen. Okay, warte, ich bin blöd. Okay. Nachladen. Ich habe Termite. So. Oh boy. Oh boy. Scheiße. Hier Schuss. Nein. Okay.
Schnell. Wieso kann ich den schießen? Wieso kann ich den schießen? Ich hab doch Mund. Ich weiß nicht, warum die nicht hier nachlädt. Okay. Jetzt wird's kritisch. Autoinjektor jetzt. Nicht gut. Was? Die kann mich doch treffen? Ich bin gerade. Sorry, dass ich gerade nicht kommentieren kann. Ich bin gerade so maximal verwirrt. Hier verwenden. Trifft die mich? Ich hab nichts, was soll ich machen? Nee, das bringt nichts. Ich dachte, die kann auf die wenn sie aufs Fenster schießt. Wenn sie auf die Fässer schießt, würde sie... Ach. Ich kann nicht mal nach oben, wenn ich wollte. Was soll ich jetzt machen? Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab nichts. Ich hab nichts, keine Munition, gar nichts. Ich lass mich einfach umbringen. Ja, ich lass mich einfach umbringen. Okay, wir wissen, was uns erwartet. Die Eulen sind ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt hinkriegen werden, aber wir kriegen das schon hin. So. Reparaturspray aber nicht, Reparaturflick benutzen wir einfach mal. Wir werden die wahrscheinlich brauchen. Ja, die Mäuer drauf. Ah, fuck. Thank you.
Warum krieg ich Schaden? Warum habe ich Schaden bekommen? Okay, geschafft. Es war viel einfacher jetzt. Eine Besucherin. Willkommen in unserer Anlage. Die haben uns zu einer unglücklichen Zeit erwischt. Wie kann ich ihnen helfen? Ich suche eine Gestalt. Ein Arbeiter in unserer Anlage? Arbeiterin, wenn ich bitten darf. Zeigen Sie mir Ihr Foto. Ups, hab dich bemüht. Alina Seo. Ich glaube, sie ist eine unserer Fabrikarbeiterinnen. Aber... du hättest nicht zurückkommen sollen. Ich muss eingeschlafen sein, während ich auf Erika gewartet habe. Ist sie schon ohne mich heimgegangen? Wir wollten doch zusammen ein paar Bücher aus der Bibliothek ausleihen. Ich sollte nachschauen, ob sie noch dort ist. Scheiße, jetzt hat Alistair nicht die Flintenmunition genommen. Fuck. Junge, diesen Vibe fühle ich so hart. Auch wenn es nicht unbedingt Schnee sein muss, aber... ich fühle das so sehr. Mir soll es auch Regen sein. Ich liebe Regen. Ich liebe Regen, Schnee dabei, das mag ich. Von 15. Ist da Blut? Was zur Hölle? Herumlungern verboten. Das ist ein richtiger Kontrollstaat, man darf hier gar nichts machen. Wotfront Sektor 6. Ne, Sektor C. Mandelbrot, Polytechnische Oberschule. Polytechnische Oberschule. Laufen in den Korridoren verboten. Bibliothek. Hey, wer hat die gemobbt? Alter, was gerade Ariane? Scheiße. Alter, das sind tote Replikas. Was liegen die da drauf? Der Fahrschuss ist.